So. Wer bist denn du? Willkommen, Abenteurer. Sucht ihr nach einer mächtigen Waffe? Etwas, mit der ihr einen übermächtigen Gegner besiegen könnt? Wenn ihr in kürzester Zeit gehörigen Schaden anrichten wollt, ist ein Giftschwert nicht zu schlagen. Probiert meinen eisernen Spinnendolch und meine stählerne Spinnenklinge. Oder eine kaiserliche Netzklinge, um noch größeres Unheil anzurichten. Gucken wir mal. Twemerische Unglücksklinge. Lähmung. Oh, das klingt praktisch. Das ist die Netzklinge, die er meinte. Eiserner Spinnendolch. Stählerner Spinnendolch. Unschwere Rüstung. Also hier könnten wir unser Plattenset auffüllen quasi. Aber ist doch ganz schön teuer. Und schwer. Na, das müssen wir gucken. Aber wir wissen schon mal, dass er auf jeden Fall die Waffen verkauft hier. Dein Beruf? Ich bin Schmied. Ich schmiede, verkaufe und repariere Waren und Rüstung. Okay. Ein Ratschlag. Zuzüge in Wadenfällen gehen nach Balmora. Das Haus Lalu hat sich dem Kaiservolk angepasst. Die Bewohner sind bunt gemischt. Dienste werden vielfach angeboten. Unfreundlich ist man zu Fremden im Norden, im Bezirk vom Haus Redoran oder in Vivec. Vivec war aber im Süden, oder? Im wilden Osten bei den Telvani-Zauberern ist definitiv niemand freundlich. Versucht es bei den Ausstattern und fragt bei den Gilden nach Arbeit. Wenn ihr einem Fürstenhaus beitreten wollt, braucht ihr einen Gönner. Der findet sich leichter, wenn ihr einen Ruf habt. Also wenn wahrscheinlich für die anderen Gilden genug Aufträge erfüllt haben. Also die drei Häuser scheinen uns zur Auswahl zu stehen, wenn wir denn einem Haus überhaupt beitreten wollen. Wobei Haus Lalu wohl am ehesten zu uns passen würde. Na gut, schauen wir uns das mal weiter um. Was ist mit dir? Sie redet nicht sehr viel. Was kannst du uns über Balmora sagen? Balmora ist der Ratssitz für das Haus Lalu und nach Vivec die größte Stadt auf Wadenfell. Durch seine Lage am Fluss Odai und an der Straße zwischen Aldrun und Vivec ist Balmora ein wichtiger Handels- und Reisezentrum. Die Hochstadt ist das Verwaltungszentrum und fasst den Tempel und die großen Anwesen. Die großen Anwesen müssen die im Norden gewesen sein, wo auch der Alchemist zu finden war. Die Läden, Gilden und Handelshäuser des Geschäftsbezirks liegen nördlich des Flusses. Die bescheidenen Tavernen und Wohnungen der Arbeiterviertel südlich davon. Also ja, alles südlich vom Fluss ist Arbeitergebiet und im Norden sind die Händler und die wichtigen Sachen. Okay. Kaiserlicher Kult. Kurzer Ratschlag. Ihr schaut aus, als ob ihr eine schwere Rüstung tragen könntet, ohne in Ohnmacht zu fallen. Gerade ebenso. Ihr könnt euch an die Legionsgarnison in der Mondfalterfestung wenden. Dort ist Größe gefragt und vielleicht werden gerade Rekruten gebraucht. Gute Bezahlung, Beförderung, ein Stück Land für den Ruhestand und vielleicht sogar Erhebung in den Ritterstand. Ein Stück Land? Klingt nicht schlecht, aber bei der Mondfalterfestung wissen wir ja schon, dass wir da nicht angeheuert werden können. Dazu müssten wir nach Gnissis. So, nicht wirklich viel Aufschlussreiches. Gucken wir hier unten mal weiter. Oh, Betten und Kisten. Leider abgeschlossene Kisten. Aber hier könnten wir doch bestimmt unser Zeug lagern. Dafür werden wir wohl hier sein. Na, da sollten wir bei Zeit mal nachfragen. Erstmal wieder zu. Oh, ein Trainingsraum. Ich bin Hasfar Antabolis, Ausbilder der Balmora Kriegesgilde. Ich bilde gewöhnlich Bürger und für einen erheblich niedrigeren Preis Angehörige der Kriegergilde aus. Was bietest du denn an? Blocken, Athletik und Nahkampf. Okay, was kannst du uns über die Kriegergilde sagen? Die Dienste sind preiswert und werden noch preiswerter,
wenn ihr den höheren Rang erreicht. Doch seitdem ist Joring Hartherz, der neue Gildenmeister, meinen alten Freund Perseus Mercius abgesetzt hat, sind die Dinge schwieriger geworden. Mein Rat ist, seid auf der Hut vor Hartherz und seinen Freunden. Sie haben mehr Ehrgeiz als Verstand. Geht Perseus Mercius in Altrun besuchen und hört, was er euch zu sagen hat. Gibt also wohl Zwistigkeiten innerhalb der Gilde. Wie hieß der andere? Sjoring Hartherz. Mehr Ehrgeiz als Verstand. Sowas kann man auch bestimmt gut ausnutzen. Und was mit dir? Bist du auch eine Ausbilderin? Wünscht ihr etwas von mir? Ich grüße euch, Bürger. Ich bin Flaena Amiulussus. Willkommen bei Mora. Wir sind eine Stadt, die Haus Lalo nahe steht und treue Bürger des Kaiserreichs. Ausbildung? Blocken, Speer und Athletik. Und er hatte Blocken, Nahkampf und Athletik. Nicht sehr vielfältig, die Ausbildung hier. Na gut, und wo geht's hier hin? Hier ist abgeschlossen. Das war also die Balmora Kriegergilde. Wir haben hier unten die Ausbilder, ein paar Betten und Kisten, wo man wohl sein Zeug lagern könnte. Ein Waffenhändler. Darf ich euch helfen? Eine kurz angebundene Kriegerin und die Chefin. Na gut, dann holen wir mal unseren ersten Befehl. Ich habe heute einen guten Tag. Sprecht nur. Ich habe einen einfachen Auftrag. Ihr sollt der Höhlenrattenplage ein Ende bereiten. Ihr solltet es schaffen. Höhlenratten? Geht zum Haus von Draranje Telas. Es befindet sich hier in Balmora an der Ostseite des Flusses. Fragt sie, woher die Ratten kommen, tötet die Ratten und holt euch eure Bezahlung bei ihr selbst ab. Wenn ihr euch darum gekümmert habt, startet mir einen Bericht. Draranje Telas. An der Ostseite des Flusses. Fließt der Fluss nicht? Das müssen wir gleich mal gucken. Ostseite des Flusses, Draranje. Oh, stimmt. Der Fluss fließt nach Norden, von Norden nach Süden durch. Ah, okay. Also sind alle Geschäfte und die wichtigen Sachen im Westen, Arbeiterviertel im Süden. Im Osten. Wer auch immer das vorhin uns gesagt hat, hat uns ganz schön durch den Wind gebracht. Aber na gut. Auf der Ostseite des Flusses, also hier irgendwo, gehen wir mal reihum um die Häuser durch. Können wir nebenbei auch gleich mal ein wenig die Augen offen halten für später. Hallo? Jemand zu Hause? Ha. Oh, hallo? Seid gegrüßt, Freund, ich bin Dura Grabol. Entschuldigung, falsches Haus. Aber ein ganz schön komisches Haus über so viele Etagen verteilt. Na gut, also hier war es nicht. Also weiter im Text. Gehen wir mal hier unten rein. Hallo? Seid ihr hier? Seid ihr der, den sie wegen der Höhlenratten geschickt haben? Ja, sind wir. Diese Rattenviecher sind eine solche Plage. Ich habe Sorge, dass sie alle meine Kissen fressen werden. Okay. Ihr mögt Kissen, nicht wahr, Markus? Wie auch immer. Ich habe eines hier in meinem Schlafgemach eingesperrt und die anderen beiden sind oben in meinem Lagerbereich. Von den Viechern. Meine ich natürlich. Nicht Kissen. Was? Und die anderen beiden sind oben in meinem Lagerbereich. Von den Viechern meine ich natürlich nicht Kissen. Okay. Hier ist der Schlüssel für die Tür. Dort sind mindestens drei von diesen Biestern. Ich hoffe, dass sie noch nicht bei meinen kostbaren Kissen sind. Die ist echt ganz schön fixiert auf ihre Kissen. Kissen? Nein. Na gut. Also hier drin ist wohl einer eingesperrt. Gucken wir mal. Jo. Das war Ratte Nummer 1 und wow, definitiv mag sie ihre Kissen.
Oh. Na gut. Und oben sollte noch etwas... Noch mehr Kissen. Oben sollte noch was sein. Also wahrscheinlich raus und dann oben. Oben? Achso, hier. Schwert gezückt. Oh. Oh, oh. Sterbt ihr garstigen Biester. Ha. Wieder ein Kissen. Ein Lagerraum. Und mit etwas Glück sperrt die Frau den Raum nicht wieder ab. Also jetzt könnten wir nichts stehlen, aber wir könnten morgen Abend einfach hierher kommen. In der Hoffnung, dass die Tür noch auf ist und dann hier mal ein wenig ausräumen. Dann dürfte der Verdacht nicht auf uns fallen. Sehr gut. Jetzt streichen wir uns erstmal die Belohnung ein. Die Ratten sind tot. Ich vertraue auf euer Wort, dass die Höhlenratten tot sind. Hier, nehmt diese 100 Draken. So viel wollte ich der Kriegergilde zahlen. Sehr gut. Dann gleich mal zurück und Bericht erstatten. Ganz schön viele Orks hier in Balmora. So, also dafür, dass wir 100 Draken jetzt bekommen haben für 3 Ratten töten, das war ja schon ganz schick. Und es haben uns jede Menge Leute gesehen. Vor allem auch bei der Kriegergilde. Jeder, der hier arbeitet, hat uns mindestens einmal gesehen. Das heißt, unsere Tarnidentität funktioniert langsam. Wir sind hier wegen den Befehlen. Und den Höhlenratten. Ihr habt also die Ratten getötet? Nicht schlecht für jemanden wie euch. Bitte was? Seid ihr bereit für weitere Befehle? Nein, nicht wirklich. Aber wie schaut's mit einer kleinen Beförderung aus? Ihr habt die Anerkennung der Kriegergilde, Marcus Etikus. Ihr seid nun Schüler. Also dafür, dass wir nur 3 Ratten töten mussten, ist das schon... ja, okay. Dann setzen wir uns erstmal ab. Und überlegen. Also wir könnten jetzt gleich zur nächsten Gilde laufen. Vor allem die Diebesgilde würde sich jetzt anbieten. Wir haben jetzt ja schon einen Auftrag für die Kriegergilde erledigt. Das heißt, die Leute in Balmora wissen, der Neue in der Stadt ist Teil der Kriegergilde. Das heißt, wir könnten jetzt auch ein wenig Zeit mit unseren Diebeskünsten verwenden. Oder wir könnten noch ein wenig Geld ausgeben. Nein, zuallererst sollten wir erstmal eine ordentliche Taverne suchen, wo wir öfter schlafen können. Bei der Kriegergilde wäre zwar wohl Platz, aber es sah ganz schön eng aus und diese Etagenbetten waren auch nicht gerade einladend. Also eine gemütliche Taverne wäre da schon angebrachter. Gucken wir uns mal hier oben in der Hochstadt um. Da sind wir jetzt zwar schon 2-3 Mal durchgelaufen, aber das vollständig erkundet haben wir noch nicht. Und wenn ich hier irgendwo eine Taverne wäre, dann wäre die bestimmt auch sehr gut eingerichtet. So, was haben wir hier? Oh, das sieht wie ein Privathaus aus. Mit Wachen drin. Okay. Ja, hier sollen wohl die Adligen auch wohnen. Und das war Fürstenhaus Lalu. Da werden wir wahrscheinlich auch nicht drin schlafen können. Alle Häuser ohne die Fahnen werden Privathäuser sein. Außer die hier, das sind wohl Wachtürme. Hier hätten wir einen Alchemisten, einen Ausstatter. Das sieht nicht gut aus mit einer Taverne. Nee. Mist, das ist ärgerlich. Also, die Ratstaverne war wirklich nicht unser Ding. In der Diebesgilde war es schon ein wenig besser, aber wir sollten nicht in der Diebesgilde schlafen. Ja, was haben wir denn da? Da ist die Kriegergilde, da ist das. Da sollten wir bei Zeit nochmal hingucken. Aber erstmal hier schauen. Taverne 8 Teller, das klingt doch gut.
Nö. Okay, das ist wohl nicht der Haupteingang. Ja, ah, das sieht doch schick aus. Jede Menge Platz. Sogar Wachen im Haus. Dann bestellen wir uns doch gleich mal ein Zimmer. Guten Tag, ich bin Dulnea Ralal, Wirt der Taverne 8 Teller hier in Balmora. Wir vermieten Betten und ich biete auch eine begrenzte Auswahl an Waren an. Betten? 10 Draken. Ja, gerne. Treppe hinunter und zur Rechten. Klick. Naja, das geht auch besser.